Herzlich willkommen, mein Name ist Nadja Danneberg. Heute möchte ich über das Urteil, das gestern ergangen ist, sprechen und natürlich auch meine Betroffenheit kundtun als Mutter, als Therapeutin, Traumatherapeutin. Natürlich gibt es unterschiedliche Stimmen und ich maße mir nicht an, ein Urteil zu fällen, nämlich ein juristisches Urteil. Das müssen die Juristen tun. Aber manche sprechen, es sei eben gerechtfertigt im Rahmen der Gesetze. Der Richter hätte keine andere Wahl gehabt. Und natürlich geht es auch darum, es moralisch oder eben menschlich zu beurteilen. Welche Signale natürlich dieses Gesetz auf uns hat. Und ich denke, die Betroffenheit ist deshalb so groß, weil wir die Angst haben, dass eben, ich sage mal wirklich dieses Wort Täter, weil man darf jetzt nicht Betroffener sagen in diesem Kontext, denn für mich ist das eine Tat, ja, in dem Sinne, dass eben diese Täter frei herumlaufen. Ja? Diese Angst jeder Mutter, jedes Vaters, dass sowas wieder passieren kann. Und wir wissen natürlich auch die letzten Jahre immer wieder, dass es Missbrauchsfälle in Kindergärten gegeben hat, wo auch die Stadt Wien in dem Sinne, die zuständige Abteilung, das offensichtlich nicht wirklich ernst genommen hat und unter Anführungszeichen so wurde zumindest gesagt, vertuscht hat, weiß ich natürlich nicht, ob das so war. Das heißt, darüber wird auch nicht mehr gesprochen und dass eben Männer, die eine Neigung dazu haben, auch in Kindergärten arbeiten dürfen. Ich erinnere noch den tragischen Fall eines kleinen Kindes, der bei einem Skikurs missbraucht worden ist. Darüber wird nicht mehr gesprochen. Ich weiß auch nicht, wie das ausgegangen ist. Und wo der Vater in seiner Not sich auch an die Medien gewandt hat. Es gibt so viele tragische Fälle, die nicht öffentlich werden. Und es ist wie ein Damoklesschwert, das über unseren Köpfen hängt, ohne dass wir jetzt in Panik geraten. Aber genau dieses Urteil sagt ja, das ist ein Freibrief für eben Gewalt. Indirekt, direkt an Kindern. Und diese Angst, macht eben so betroffen, fassungslos, aber auch wütend. Es darf auch wütend machen, denn die Wut zeigt auf, da stimmt etwas nicht. Da ist etwas nicht in Ordnung. Dass zum Beispiel jemand, der eine vielleicht mildere Straftat begangen hat und niemanden wirklich geschädigt hat, in Haft kommt und jemand, der das tut oder zumindest die Fantasien dazu hat. Und ich möchte mich dazu jetzt nicht äußern, weil ich war nicht beim Prozess dabei. Ich kann nur jetzt verlinken, sehr hörenswert RTV, wo ein Journalist anwesend war und das genau berichtet, dass eben auch Dateien manipuliert worden sind von dem Schauspieler und dass hier Fantasien waren, die wirklich abartig grausam sind. Und die Frage ist für mich jetzt, wie sicher kann das kontrolliert werden? Wie sicher kann das engmaschig betreut werden? Denn er darf reisen. Also ich bin selbst Psychotherapeutin und ich möchte natürlich auch jedem eine Chance geben, sich wieder, zu entwickeln und auch zu gesunden. Aber diese Erkrankung, wie auch viele Experten und Expertinnen sagen und auch Dr. Rosmanit im Interview, dass das eben nicht heilbar sei. Und wenn wir wissen, dass das nicht heilbar ist, da müssen doch andere Maßnahmen getroffen werden, um eben die Kinder zu schützen. Es wird auch in der Diskussion viel zu viel Verständnis für den Täter gegeben, als für die Opfer. Und ich finde, das ist wieder im Ungleichgewicht. Denn die Kinder, die hier geschunden und geschändet werden, das ist, übersteigt eine Vorstellungskraft, die ist so grausam. Ich habe die Ausbildung zur psychotherapeutischen Gutachterin gemacht und natürlich wurde uns auch Kindermissbrauch vorgeführt im Sinne von Fällen und Dateien und ich habe meine Augen verschlossen. Also ich wollte sogar den Raum verlassen. Ich kann mir sowas nicht anschauen. Und ehrlich gesagt bewundere ich jeden Polizisten, Polizistin, aber auch all jene, die das ansehen müssen, vermutlich auch Richter und Richterinnen, dass das eine Grenze ist, die mir nicht zumutbar ist. Das heißt, es
muss ich für mich bestimmen. Ich konnte dort nicht hinschauen. Und so wusste ich, dass ich nie im Leben solche Fälle beurteilen würde. Denn dazu bin ich viel zu betroffen. Und ich denke, das ist ein Ausmaß, das man sich, wie gesagt, nicht vorstellen kann, wie weit eben, ja, aber die Vorstellbarkeit, was ist denn diesem Menschen passiert, dass er sowas tut? Warum? Es ist so viel, warum? Aber es geht jetzt nicht darum, ja, so sehr jetzt meiner Meinung nach für ihn Verständnis aufzubringen. Und zum Beispiel wurde auch von der Frau Dr. Rosmarit gesagt, Psychiaterin, verlinke ich das Interview, OE24, ja, man soll sozusagen auf die Art ihn jetzt nicht so verdammen, er darf doch in ein Restaurant gehen und man darf ihn nicht so verurteilen. Aber es muss auch verstanden werden, dass Menschen aus dieser Angst und aus dem Gefühl, das stimmt was nicht, das ist ungerecht, ja, auch natürlich vielleicht ins Extrem fallen und es auch nachvollziehbar ist, dass man sagt, ja, aber es muss zumindest bestraft werden. Und wenn jemand herumläuft, dann ist das für viele und auch für mich nicht die geeignete Strafe. Denn, wie gesagt, wie weit kann das kontrolliert werden? Wie weit kann das kontrolliert werden, wenn jemand reisen darf? Wie weit kann das beobachtet werden? Und warum, stelle ich mir die Frage, gibt man ihm die Chance? Und was ist mit den Opfern? Was ist mit den Opfern? Den Kindern, die auch in Österreich täglich gequält werden. Das ist ein Freibrief sozusagen. Ja, wir machen das und bestenfalls kommen wir mit ein paar Monaten bedingt weg. Das ist ein vollkommen falsches Signal einer Gesellschaft und ich muss ehrlich sagen, mich verwundert es nicht, denn wir haben ja die letzten 3 Jahre auch sehr viel Gewalt erlebt, durch Ausgrenzung, durch Hass, durch Nötigung und das war auch ein Freibrief für Gewalt. Natürlich ist die eine Gewalt mit der anderen nicht vergleichbar, aber Gewalt beginnt in der Sprache. Gewalt beginnt im Hass und wir kennen das natürlich, dass auch der Ex-Bildungsminister gesagt hat, ja, wenn Kinder, Jugendliche nicht geimpft sind, müssen sie damit rechnen, dass sie gehänselt werden. Das ist Freibrief für Mobbing. Das hat auch Dr. Skala, Psychiatrie Wien, im Servus TV gesagt. Das hat sie eben erschüttert, weil das ist ein Freibrief für Mobbing, also für Gewalt. Ich erinnere auch hier das Bustermonster, das Frauen mit Migrationshintergrund tätlich angeht, um sie zu nötigen, stellvertretend natürlich jede Frau. Aber ein Signal eben gerade eine Frau mit Migrationshintergrund, wo man doch immer so tut, als ob, und Männer an den Ohren zieht, Frauen entführt und dann untermalt mit den ehrlichen und wahren Worten des Gesundheitsstadtrats, ja, das ist eben nicht Jux und Tollerei, also kein Spaß, sondern Gewalt soll wachrütteln und zum Nachdenken bringen. Das heißt, es ist ein Freibrief für all jene, die gewalttätig sind und ein Vorbild an Schulen. Und nicht glaubwürdig, wenn genau eben dann der Sportminister, eben Werner Kogler, eine Kampagne gegen Hate Speech eben gibt und selbst Menschen denunziert, abwertet und ausgrenzt. Das ist nicht glaubwürdig. Oder eben an Schulen dann gegen Mobbing eben gewirkt wird und gegen Gewalt oder für Gewaltprävention. Das ist alles paradox, verrückt, nicht stimmig und krank. Und das ist für mich abnormal. Und diese Debatte, was ist normal und abnormal, die ja das Sommerloch füllt, ist ja auch wieder eine Paradoxie. Aber ganz sicher ist es nicht normal. Und diese Abnormalität der Gewalt, die salonfähig geworden ist, darf nicht zur Normalität werden. Denn das zeigt sich genau dann auch wieder in diesem Urteil. Es ist ja normal, dass jemand, der solche perversen Fantasien hat, und bitte RTV, nicht RTV, den Sender, den Privatsender doch RTV anschauen, denn hier ist auch verdeutlicht durch einen Journalisten, dass eben das sehr nicht nur eine Gewaltfantasie, sondern auch irgendwie, also ich möchte es nicht interpretieren, sonst sage ich was Falsches, bitte einfach anschauen, dass das eben ja eine Gratwanderung ist zwischen Fantasie und dann in der Umsetzung. Also das ist meiner Meinung nach
sehr, sehr gefährlich. Ich möchte natürlich auch, ich habe ein Interview geführt, das allerdings schon bitte vor dem Urteil eben war, mit der Top-Anwältin Dr. Astrid Wagner. Wir haben über Abnorm gesprochen, weil sie hat das Buch herausgebracht, Abnorm, wie Menschen zu Bestien werden. Und wir haben natürlich über Psychopathien gesprochen. Natürlich, diese Antwort steht in keinem Zusammenhang jetzt mit dem Urteil. Aber es soll einfach verdeutlichen, und was sie sagt, ist sehr, sehr interessant. Sie sagt nämlich, ja, dass sozusagen ja, die Dummen im Gefängnis sitzen, die sich das nicht richten können, die vielleicht ja, einfach nicht diese Intelligenz haben, ja, das sozusagen so zu nutzen, damit sie nicht ins Gefängnis kommen, ist ja sehr spannend. Und sie sagt natürlich, und da gibt es auch dazu natürlich schon auch Erkenntnisse, dass die Psychopathen oder Abnormalen eben unter uns weilen. Und wenn wir uns natürlich die letzten 3 Jahre anschauen, auch gerade die Impfpflicht, die Nötigung. Und ich möchte dazu sagen, was mich natürlich als Mutter und Frau besonders erschaudert hat, dass Frauen eben diese Grenzen überschreiten. Also Ministerin Edtstadler hat ja eben mit Strafen gedroht. Und auch eben wer sich nicht impfen lässt, kann eben dann auch gepfändet werden oder den Job verlieren. Und gerade weil ich eben bei Pfändungen dabei war, weiß ich, welche Not das ist. Und sogar Jugendliche ab 14 sind strafbar gewesen. Also das heißt, es war wirklich eine meiner Meinung nach schwere Nötigung der Menschen, Angst und Schrecken zu versetzen. Und das ist auch Gewalt. Oder eben der Grenzüberschritt, Tätowierung, Ministerin Gewessler, wo sie eben sagt, wer mutig ist, soll sich stechen lassen. Ja? Eben mit Öffi-Liebe oder mit eben ja, Ticket. Also das ist alles für mich abnormal. Ja? Und das bespreche ich eben auch mit Dr. Astrid Wagner. Wie gesagt, das Interview steht nicht im Zusammenhang mit dem Prozess, aber soll noch einmal untermalen, dass wir ja, auch das Abnorme nicht nur in Gefängnissen haben, sondern auch eben in der Gesellschaft und wird nicht bestraft. Und gleichzeitig meine ich, dass wir das Abnormale eben die letzten 3 Jahre massiv über die Medien mitbekommen haben, durch Ausgrenzung, Beschimpfungen, durch Nötigung, durch Angst und durch Schrecken, und dass es normal geworden ist, das Abnormale eben zur Normopathie. Und da müssen wir wachsam sein, achtsam sein, dass wir uns schützen und dass wir bewusst sind, ja? Dass wir sozusagen den Schutzraum der persönlichen Integrität im Sinne von verteidigen, Stopp gegen Gewalt sagen und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, achtsam sind. Wachsam sind, wenn es irgendwo passiert, dass wir nicht wegschauen, nicht weghören, weil so kann es passieren. Und dass wir mutig und couragiert sind, eben das aufzuzeigen und auch natürlich dann auch anzuzeigen. Ich spiele, wie gesagt, jetzt Abnorm, wie Menschen zu Bestien werden. Das ist das Buch von Dr. Astrid Wagner und mein Interview dazu verlinke ich natürlich auch. So ein Gefühl da, eben, wenn man wirklich so die Nachrichten immer wieder hört und wieder ein neues Gesetz, es soll wieder irgendwas zensuriert werden. Und das Problem ist ja, dass das immer unter dem Deckmäntelchen des Guten kommt. Ja, wir wollen ja nur euer Bestes. Ja, wir wollen euch vor schädlichen Einflüssen bewahren. Wir wollen Kriminalität bekämpfen und Terrorismus bekämpfen ist notwendig und das müssen wir und das, also immer dieser erhobene Zeigefinger, wir wollen ja nur das Gute und so wird eben unter diesem, aber das war schon immer in der Geschichte so, so werden halt die Grund- und Freiheitsrechte immer mehr eingeschränkt, nicht? Und wie gesagt, es gibt Zwangs, weiß man eh jetzt, also jetzt wollen wir eine Haushaltsabgabe einführen, damit eben dieses zentrale Informationsmedium dann finanziert werden kann, dass da eben die richtige korrekte Meinung vorgibt. Ja, also was soll man machen? Die Frage ist halt, ja, vielleicht gibt es irgendwann Widerstand. Derzeit sehe ich das eher nicht, ja, weil auch die meisten Menschen so mit dem Überlebenskampf beschäftigt sind. Ja, weil die haben ja gar keine Zeit, dass sie sich da jetzt, ja, und du wirst ja relativ schnell, wenn es wirklich hart auf hart geht, ist man ja schnell auch ausgeschaltet. Ja. Also ich glaube, die meisten wollen einfach nur überleben, ja. Und ja, man wird sehen, wie gesagt, wenn der Druck stärker wird. Ja, in anderen Ländern gibt es ja schon Aufstände, aber ich glaube, in Österreich wird es nicht so schnell sein. Ja. Vielleicht möchte ich auch darauf noch hinkommen. Es gibt ja
auch die Sekundärtraumatisierung, die ich natürlich auch hier erwähnen möchte, davon sind betroffen zum Beispiel auch Polizistinnen und Polizisten, aber natürlich auch Helfende, alle helfenden Berufe. Und wenn wir jetzt etwas sehen über die Spiegelneuronen, ja, das heißt, wir fühlen das mit ein, wie Sie das heute auch natürlich gesagt haben. Das heißt, wenn wir empathisch sind, können wir mitfühlen, auch wenn wir jetzt nur vielleicht wahrnehmen, sehen oder auch nur lesen. Und weil ich so ein bisschen das Abnorme in der Gesellschaft für mich auch natürlich auch verdeckt offen sehe, und das macht mir ehrlich gesagt auch große Sorge, weil ich sehe dann so ein bisschen, dass Menschen so wie ein Tier ins Eck gedrängt werden, ja, und immer wieder gebissackt, ja, und gequält und ausgegrenzt, gedemütigt, und irgendwann einmal schnappt das Tier zu, und dann kann man nicht sagen, das böse Tier, sondern man muss sich die Gesellschaft anschauen, was beigetragen hat, dieses Tier in dem Fall, als Metapher natürlich, in dem vor allem Kinder, Jugendliche, aber auch natürlich Erwachsene, ich sage offen, ich verwende den Begriff ganz offen, auch gequält hat. Und über die Spiegelneuronen nehmen wir das wahr, und für mich war das jetzt auch, das möchte ich auch hier erwähnen, gerade als Mutter, aber auch als Therapeutin, dass jetzt es eine Initiative gibt, hat, dass man, wenn man mutig ist, sich Klimaticket oder Öffisliebe tätowieren lässt und dafür ein Jahr Klimaticket umsonst bekommt. Und das sehe ich als eine sehr starke Grenzverletzung, Körperverletzung und Nötigung von Menschen, die in Not sind. Das nehme ich so wahr, und das geht mir unter die Haut. Wenn das geht unter die Haut propagiert. Das möchte ich vielleicht auch hier darstellen. Das heißt, auch wenn wir jetzt es nur lesen und hören, sind wir kollektiv betroffen. Das heißt, es geht, C.G. Jung hat das ja auch als kollektives Unbewusstes benannt, das macht mit uns etwas. Ich finde das einfach eine unglaubliche Grenzüberschreitung und auch Nötigung und auch eben körperliche Gewalt unter dem Deckmantel, wie Sie richtig jetzt gesagt haben, es ist ja nur Spaß und jeder kann ja freiwillig entscheiden. Nur dort, das war bei einem Festival, junge Menschen, es fließt Alkohol, man ist in Feierlaune, man will cool sein. Und dann macht man etwas, das sein Leben lang ist. Und das Klimaticket ist aber nur ein Jahr, und man verkauft den Körper für 1.000 Euro. Also was ich damit sage, ist, das erlebe ich gerade, und deswegen mache ich auch meine Videos und schreibe auch ein Buch. Ich möchte einfach aufklären, weil wenn wir Erkenntnis gewinnen, verstehen, wie denn so eine Manipulation passiert unter dem Deckmäntelchen des Guten, dann können wir auch den Schutzraum der persönlichen Integrität wahren und sagen, stopp, das ist die Grenze, weil die Haut ist die Grenze. Und es darf diese Grenze niemand überschreiten. Und da müssen wir eben bewusst werden. Und deshalb meine ich noch einmal die Frage an Sie, weil Sie über das Abnorme geschrieben haben. Es ist ja schleichend und verdeckt. Das ist ja nicht immer sichtbar. Und das ist ja genau das Gemeine und Fiese und auch die Manipulation. Also eines muss ich schon sagen. Wenn man schon eben das Böse... Das ist ja eigentlich nur ein abstrakter Begriff. Ja, was ist das Böse? Das ist eben dann das Abnorme, das Kranke, das sich dann in Böse auswirkt. Ja. Aber was ich schon unterschreiben kann, ist, ja, weil ich bin ja auch schon lange genug auf der Welt, so richtig böse Menschen, ja, also pathologisch böse, habe ich eigentlich weniger unter meinen Klienten kennengelernt. Ja. Da waren halt wirklich kranke Menschen und schreckliche Straftaten begangen. Aber die wirklich Bösen, sage ich jetzt mal, die findet man eher, die machen das so, dass sie sich nicht strafbar machen. Ja? Die leben das aus als Anwälte, Juristen an den Schalthebeln der Macht. Braucht sich jetzt niemand persönlich betroffen fühlen, aber es ist auch teilweise unglaublich, wie Urteile manchmal zustande kommen oder wie wenig sich jemand offensichtlich mit dem Akt wirklich befasst hat, der dann die Macht hat, ein Urteil zu schreiben. Natürlich auch, man sieht es weltweit in der Politik, ja, wo mit einem Federstrich Millionen Menschen in den Tod getrieben werden und da macht sich keiner Gedanken. Ja, also da fragt man sich schon, wenn man es genau nimmt. Ich glaube, die wirklich Bösen sitzen eben nicht in den Gefängnissen, sitzen halt eher die Dummen dann. Ja. Aber also Psychopathen, ein guter Psychopath wird dann eben wahrscheinlich ein erfolgreicher Politiker oder auch ein erfolgreicher Jurist werden und wird das geschickt so auslegen. Es gibt halt Menschen,
Schauen Sie, ich habe jetzt am Wochenende. Ja, also das ist Abnorme Menschen zu Bestien werden, verlinke ich sehr gerne mein Gespräch mit Dr. Astrid Wagner. Nun, also das heißt, es gibt natürlich unterschiedliche Kommentare, aber ich denke wirklich, die Mehrheit ist wirklich entsetzt über die Situation, die damals passiert ist. Und ich denke, ich verlinke dazu auch noch Fellner Live, Josef Chapp versus Westenthaler. Und ich glaube, beide Herren haben das wirklich, und auch der Herr Fellner Senior, haben das wirklich treffend auch beurteilt. Ich denke, jeder und jede muss sich natürlich ein eigenes Bild machen, aber meiner Meinung nach ist das etwas, das ein Gesellschaftsbild zeigt, wo, ich sage mal offen, Täter und Täterinnen geschützt werden und Opfer eben im Stich gelassen werden. Und genau dieser gleiche Mechanismus, aber natürlich, eine Tat ist nicht mit der anderen vergleichbar, aber der Mechanismus dahinter zeigt ja auch, wie Opfer der Corona-Zeit, Kinder, Jugendliche, die auf Psychiatrien landen, eigentlich im Stich gelassen werden. Aber hier ist natürlich im Stich gelassen werden doppelsinnig oder doppeldeutig. Auch Impfopfer, die gibt es einfach nicht, zumindest nicht in Österreich. In Deutschland wird das schon ein bisschen mehr jetzt publiziert. Viele Videos, auch von wirklich Betroffenen, erschaudert mich auch, wird totgeschwiegen, gibt es nicht, Opfer darf es nicht geben. Ja? Kinder und Jugendliche, die auf Psychiatrien landen, wo wir Studien dafür haben, auch schon 2020, 21, 22, ja, ist halt so. Aber es gibt zu wenig Geld, das heißt, es werden diese Menschen im Stich gelassen und es ist traumatisierend und retraumatisierend, wenn Opfer nicht gewürdigt, nicht gesehen werden. Und dieser Verleumdungsprozess, dieses Verschweigen ist schwer traumatisierend. Ja? Und erschwert natürlich auch den Genesungsprozess, wenn diese Menschen dann auch um ihr Recht kämpfen müssen. Noch dazu, wo sie so viele Nebenwirkungen haben, aber nicht nur jetzt, ich sage mal, medizinische Nebenwirkungen haben, sondern psychosoziale Nebenwirkungen haben, dass die jetzt dann auch noch ohne Geld dastehen, um ihr Recht kämpfen müssen, das schwächt natürlich auch, jetzt klingt es, das psychosoziale Immunsystem. Ja? Das heißt, es ist natürlich auch sehr, sehr schwächend. Ja? Das heißt, es ist auch gefährlich. Das heißt, hier wird gezeigt, dass Opfer, und man muss Täter und Opfer sagen, ich will es nicht beschönigen, so die Betroffenen, ja, es gibt ja so eine Linie auch in der Psychotherapie, natürlich hat jeder Täter auch das Recht, ja, Hilfe zu beanspruchen und natürlich auch das Recht, gesund zu werden. Aber trotzdem, wenn man jetzt Täter und Opfer nicht sagt, dann verharmlost man sozusagen das Schicksal, das Leid der Opfer und stellt praktisch den Täter fast auf Augenhöhe, ist meine Meinung, das ist nur meine Meinung. Und hier muss man schon differenzieren und die Opfer würdigen, egal welcher Art. Aber es gab in dieser Zeit so viele Opfer, auch durch die Kollateralschäden natürlich. Ich sage auch dazu, Post-Covid ist nicht nur medizinisch gesehen, sondern auch psychosozial, wirtschaftlich habe ich auch dazu natürlich meine Videos gemacht. In dem Sinne, dass ich eben auch aufgezeigt habe, ach du schönes, viel geliebtes und viel geprüftes Österreich, in Anlehnung an Präsident Van der Bellen, wie wir wirtschaftlich dastehen. Aber das wusste man schon, die ganzen Schäden durch Lockdown, Sanktionen, Energiepreise, die viele in den Konkurs treiben, viele in die Armut treiben, dass wir natürlich jetzt auch gerade Deutschland und Österreich in Rezession sind, gerade nur Deutschland und Österreich, das ist nämlich auch spannend, die anderen schreiben grüne Zahlen, hat ja auch eine Bedeutung. Ich sehe darin, dass eben diese Vernichtungsstrategie der Pseudosolidarität ein Kampfbegriff ist, viele, vor allem die Wirtschaft, geschädigt hat. Also es gibt so viele Ebenen, wo die letzten 3 Jahre Opfer entstanden sind, vor allem Kinder und Jugendliche, die als Ratten und Gefährder der Nation weggesperrt worden sind, aber auch alte Menschen, die alleine gestorben sind, isoliert gestorben sind, das schwächte das psychosoziale Immunsystem. Also alles, wie auch Dr. Wagner sagt, unter dem Deckmantel des Guten.
meine ich, ist Gewalt verborgen. Und das habe ich versucht, immer wieder hier aufzuzeigen und auch aufzuklären. Wir müssen achtsam sein. Und Gewalt ist salonfähig geblieben und besonders dann gefährlich, wenn sie unter dem Deckmantel des Guten als solidarisch eben propagiert wird. Dann ist es ganz, ganz besonders gefährlich. Ich möchte natürlich mit meinem Video wieder aufklären, bewusst machen. Das ist natürlich vielleicht dann nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ich denke, wenn wir viele solcher Videos haben und gerade diejenigen, die das ja auch vom Berufswegen können, wäre es wichtig, dass sie auch ja, ihre Stimme erheben und nicht schweigen. Und interessanterweise, ja, wie gesagt, hat man eher für die Täter eben Verständnis als für die Opfer. Und dazu möchte ich aber auch noch erwähnen, meine Kollegin aus Deutschland, Valeria Petkova, die den Staat auch als Opfer gesehen hat. Das war jetzt ein Versprecher. Interessant. Den Staat als Täter gesehen hat und nicht als Opfer, klarerweise. Das heißt, anders ausgedrückt, auch wieder ein freudscher Versprecher, der Staat viele Opfer hervorgebracht hat und eigentlich Täter ist. Und sie die Lockdowns als ja, Folter gesehen hat. Und das sehe ich auch so. Es wurde ja zum Beispiel eben der erste Lockdown als verfassungswidrig aufgehoben. Und auch eben Ex-Bundeskanzler Kurz hat ja auch gesagt, naja, wir machen sozusagen die Verordnungen und wir wissen eh, wenn es vorbei ist, ist es eh zu spät. Das heißt, nachträglich werden sie dann aufgehoben. Und das ist natürlich traurig, dass hier die Grund- und Freiheitsrechte so eingeschränkt oder bedroht waren, wie auch Minister Rauch, verlinke ich dazu auch mein Video, die Maßnahmen meint, so radikalst gewesen zu sein, was ja auch stimmt. Er begründet es mit den Bildern von Bergamo. Also, dass sozusagen die radikalen Maßnahmen durch Bilder von Bergamo gerechtfertigt sind, die ja nachträglich gesehen vollkommen anders natürlich dargestellt worden sind, ist ja natürlich auch sehr fragwürdig. Und er stellt in Aussicht, ob man denn diese Radikalität nicht auch fürs Klima verwenden kann. Also wir sind noch immer, sage ich, immer wieder in der gleichen Dynamik, in auch die nächste Welle rollt heran. Das heißt, diese Dynamik zeigt sich, Eris ist ja Göttin des Zankes und des Streites, warum man ein Virus so benennt, ist ja auch sehr aussagekräftig, verlinke ich auch dazu mein Video, das ich gestern gemacht habe. Also wir sehen, es ist so vielschichtig, Gewalt überall, durch Angstpropaganda und vor allem ist für mich die Angstpropaganda die größte Gewalt, ja, weil sie schwächt das psychosoziale Immunsystem und ich habe eine Patientin jetzt hier gehabt, die hat geweint, weil sie eben durch die Medien, auch in Österreich, vor allem in Deutschland, so wieder ja, in Angst und Panik versetzt worden ist, dass sie wieder ja, all das reaktiviert. Es braucht manchmal nur ein Geruch, ein Blick, ein Wort und die Traumaopfer, sage ich einmal, werden wieder in diese Zeit hinein versetzt. Und das ist Gewalt. Also wir erleben Gewalt tagtäglich. Indirekt, ja, direkt, ausgesprochen, unausgesprochen. Und das, dafür ist der Staat auch verantwortlich. Und dafür muss er auch Verantwortung tragen. Und ich glaube, wenn wir da sensibilisieren und gerade wenn dieses Urteil gesprochen wird, meine ich, ist das ein Signal genau in eine falsche Richtung, zeigt aber auf, wo wir stehen und dass wir uns umso mehr schützen müssen. Das ist meine Botschaft. Wir müssen achtsam, wachsam sein und den Schutzraum der persönlichen Integrität schützen. Und niemand darf diese Grenze überschreiten, auch nicht eine Ministerin Gewessler, die meint, wer mutig ist, soll sich stechen lassen. Ja? Das ist ein unglaublicher körperlicher, psychologischer Übergriff und meiner Meinung nach auch Missbrauch. Und der Staat hat nicht das Recht, diese Grenzen zu überschreiten. Und meiner Meinung nach und auch im Sinne, wie Frau Valeria Petkova sagt, verlinke ich dazu auch das tolle Interview mit ihr, sind diese Grenzen weit überschritten. In dem Sinne achtsam, wachsam sein und den Schutzraum der persönlichen Integrität schützen und wahren. Alles, alles Liebe.